Hallo und herzlich willkommen zu Trash Plant Art. Heute der zweite Teil, live mit Jumo. Und heute zeigt euch die Christine, wie ihr aus einer alten Plastikflasche selbst bewässernde Pflanztöpfchen herstellen könnt. Und was ihr dafür braucht und wie das geht. Genau, was brauchen wir dafür? Einfach eine Plastikflasche, so eine große Plastikflasche und ein Stück Kordel. So einfach ein Kordelband. Und ein Werkzeug, am besten eine Bohrmaschine und wenn ihr habt, eine Klemme, dass ihr es festspannen könnt. Ja, eine Schere und ein Cuttermesser. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Ja, und ich fange gleich mal an. Also es geht darum, wir müssen fürs Bewässerungssystem erstmal ein Loch in den Deckel bekommen. Ich benutze die Bohrmaschine und mache es mir hier ein bisschen dran fest mit einer Klemme und ja, müsst ihr halt gut festhalten. Da ist auch schon das Loch drin und durch das Loch kommt jetzt ein Stück von der Kordel. Ich nehme die Kordel doppelt, dass die Pflanzen gut Wasser bekommen und Die Pflanze saugt sich dann nachher über die Kordel das Wasser auf. ja. So, und so stecken, dass die Länge nach außen geht sozusagen. Und hier auf der anderen Seite machen wir einfach einen Knoten rein. Ja, einen Knoten auf der anderen Seite reinmachen und so, dass das Ganze so aussieht. Gut, das schraube ich auch gleich wieder drauf. Und ja, jetzt müssen wir nur noch hier schneiden. Wichtig ist, dass wir das Mittelstück, wo es so eng ist, rausschneiden. Wir brauchen also den Teil der Flasche und den anderen hier unten. Ich mache hier schon mal mit dem Cutter einen ersten Schnitt und benutze weiter die Schere. Können wir nachher verschönern. So einmal. Und ja, hier können wir auch mit der Schere das Stück hochfahren und schneiden das mittlere Stück raus. Und hier mache ich es auch noch ein bisschen gerade, da war ich nicht ein bisschen krumm gewesen. Und jetzt kommt, ich befülle es erst nachher, jetzt kommen die beiden Teile ineinander. Also so soll es dann aussehen. Ja, unten kommt dann Wasser rein und oben die Erde. Ich zoome mal ein bisschen dran. Jetzt machen wir mal Okay. den Dichtetest. Genau. Ob's Wasser nicht rausläuft, sieht gut Kein aus. Loch drin. So, das kann man ruhig dann noch ein bisschen höher machen, aber jetzt fürs Erste dann die Kordel hier rein. Dann habe ich ein bisschen Erde auch mitgebracht. So, je nachdem, was man halt einpflanzen will. Es Ja. bietet sich auch als Anzuchtset an. Oder ihr habt schon was gezogen, zum Beispiel kleine Tomätchen oder so. Ja, also ich habe hier von unseren, das ist eine Stockrose, die wird auch erst im nächsten Jahr blühen, aber das war eins der kleinen, die noch hier waren, dass ihr es sehen könnt, dachte ich. Na, oder genauso geht es auch natürlich, dass ihr dort auch erst noch eure Samen einsät, einfach mit der Erde.
ist halt jetzt ein Anschauungsexemplar. Das ist jetzt schon ein bisschen gewachsen. Und da unten ist Wasser mit der Schnur verbunden. Genau. Und fertig ist der Lack. Ja, in letzter... Okay. Ja. Ja, wir können, also ihr könnt natürlich das auch anmalen. Ich habe hier so ein Exemplar noch gemacht mit einem Gesicht. Also würde man ja hier abschneiden. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen bunter. Ja, das war es erstmal. Genau. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Mittwoch mit Jumo Kreativlabor Digital.